Moin Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2017. In der heutigen Folge werden wir hier mal weiter ein bisschen mit unseren Feldern machen, beziehungsweise sehe ich gerade, wir können das eine Feld auf jeden Fall nochmal Ballen pressen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. So, zudem sei gesagt, wo ich jetzt gerade das Video aufnehme, ist Donnerstag und das Video kommt, glaube ich, am Sonntag erst raus. Aber falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, es ist gerade der Patch 1.3.1 rausgekommen. Was der Patch beinhaltet, könnt ihr natürlich im Forum sehen. Da werde ich das nochmal posten. Oder wenn ihr Bock habt, schaut auch einfach bei Simutime vorbei. Das ist ja meine eigentliche News-Seite. Aber für einige werde ich es halt auch nochmal im Forum posten. So. Ja, wir haben ja die letzten Folge hier viel Ballen gepresst, sag ich mal. Und das mache ich jetzt auch nochmal weiter. Weil hier liegt ja noch ein bisschen Schwarz. Da können wir das Feld hier ja noch recht gut. Können wir das Feld ja noch recht gut verwenden, weil das gibt doch erstaunlich viel Geld, um das mal so auszudrücken. Das nächste Ding, was ich eigentlich ganz gerne machen möchte, mit euch vielleicht auch zusammen, je nachdem, ich möchte halt ganz gerne mal versuchen, die Silos komplett voll zu machen. Also die Silos sind, da gehen ja 500.000 Liter rein, soweit ich das weiß. Und es wäre halt übertrieben cool, wenn wir die mal komplett voll machen würden. Also so richtig voll, bis er sagt, da geht nichts mehr. Das ist unsere Challenge jetzt, die wir machen. Und ich hoffe, dass ihr auch dabei seid, auch wenn wir gerade aktuell nicht ganz so viel Geld haben. Da wird nachher ja wieder was dazukommen, wenn wir hier die Ballen gepresst haben. Vielleicht kaufen wir uns dann, wenn wir genug Geld haben, nochmal eine Ballenpresse für die anderen Ballen. Ne? Ihr wisst, welche ich meine. Aber zum anderen möchte ich halt ganz gerne einfach mal, dass wir das Silo voll machen. Ich habe das gerade eben durch Zufall, ich habe vor der Aufnahme noch einen Stream geguckt und da war das nämlich... war das nämlich gerade so, dass er was ins Silo packen wollte und das Silo sagte, ist voll. Und dann hat er, war das Silo halt voll und da habe ich gedacht, ey, das ist eine ganz geile Sache, das mal zu machen auf dem Community-Server, weil dann können wir ganz einfach, wenn nämlich ein großes Angebot kommt, können wir dann nämlich mega viel verkaufen einfach und schnell, wenn ihr wisst, was ich meine, ja. Und das ist halt ganz geil und das würde ich halt dann echt mal ausprobieren, auch wenn es mir auch persönlich immer schwer fällt. Da ist eine Schaufel. Schaufel im Anhänger drin, alles klar. Auch wenn es mir persönlich immer schwer fällt, warte mal, die Schaufel setzen wir mal eben zurück. Wie gesagt, auch wenn es mir halt immer schwer fällt, die, komme ich da jetzt gar nicht dran, oder? Wenn es mir halt auch immer schwer fällt, die ganzen Sachen zu verkaufen, müssen wir halt trotzdem mal da durch. Unter was sind denn hier, ich glaube unter Tools, ne? Guck mal, hier. Da, zurücksetzen, ja, möchte ich. Sehr gut, so, dann machen wir hier wieder zu und fahren weiter. Damit wir hier die Ballen auf jeden Fall noch gepresst bekommen und anschließend können wir die dann nochmal schnell verkaufen, weil das bringt ja echt mega viel Geld im Prinzip. Habt ihr ja in den letzten Folgen mit Sicherheit gesehen und deswegen möchte ich hier halt auch ganz gerne nochmal ein bisschen weitermachen. In der Zwischenzeit wurde, glaube ich, das große Feld wurde schon bewirtschaftet quasi. Da habe ich gerade eben offscreen nochmal schnell zu Ende gepflügt und das andere Feld da hinten wird schon wieder angesät. Da habe ich jetzt ausnahmsweise, aber sag es keinem weiter, habe ich da mal den Helfer laufen lassen. Weil ich dachte, dann kann ich hier schon mal Ballen pressen und das Ganze fertig machen. Und dann ist das ja gar nicht so schlimm, wenn wir da mal kurz ein bisschen Unterstützung haben.
Und dann sollte das ja auch wieder funktionieren. So, das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich fette Sache. Da müssen wir nur noch mal gucken, was mit den anderen Feldern dann ist. Vielleicht können wir da ja weiter ernten. Weil das ist nämlich im Moment so ein bisschen... Warum geht da immer eine Balle mit rein? Habt ihr das auch gesehen? Ich weiß nicht, was da los ist. Aber wie gesagt, das ist halt so das Ziel, was ich gerade so ein bisschen anstrebe. Dass wir da halt... dass wir da so ein bisschen... wie soll ich sagen? Dass wir da so ein kleines Ziel halt haben und... das voll bekommen, die Silos. Also zumindest schon mal mit einer Frucht. Da werde ich nämlich dann auch gleich mal mit anfangen, dass wir hier auch so ein bisschen das Zeug anpflanzen und so weiter und so fort, dass wir halt auch die richtigen Erträge dafür bekommen, beziehungsweise dass wir eher gesagt die Düngestufen auch befolgen. Ne, das ist dann halt so die wichtigen Sachen, damit wir halt auch relativ viel und schnell viel Ertrag bekommen. So, und das wollen wir mal ausprobieren. Könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Ob ihr sagt, ey, das ist ganz geil, was du da machst. Oh, Alter. Wir hatten da so viel Stroh liegen lassen. Ob das cool ist, was ich da vorhab. Oder ob ihr sagt, ey, das ist total unnötig. Verkauft den ganzen Kram noch einfach, wenn er da ist. Wie gesagt, das ist ja nun mal so ein Test quasi. Und dann wissen wir anschließend mehr. Alter. Mal gucken, ob ich das Ding hier noch voll bekomme. Dann fahren wir hier drüben nochmal hin. Da liegt ja auch noch ein bisschen was. Dann nehmen wir das noch mit. Und die ganzen kleinen Reste, die sind ja auch eigentlich Peng. Es geht ja nur eigentlich darum, dass ich nur noch den hier voll kriegen will. Aber ich glaube nicht, dass das noch was wird. Es sei denn, wir kratzen jetzt hier noch jeglichen Kleinkram zusammen. Ich meine, das können wir natürlich gerne machen, aber ich weiß halt nicht, ob das so richtig lohnt. Ups, Hilfe ist fertig. Sehr schön. Danke dir. So, naja, ich glaube, da kommen wir nicht mehr weiter mit. Dann werden wir die Presse jetzt einfach mal wegfahren kurz. Und dann schauen wir mal. Guck mal, die können wir ja hier Ast rein hinstellen. So, dann schnappen wir uns einfach mal, wo ist denn der andere Trecker? Hier, guck mal, den können wir ja kurz nehmen, ne? Der ist ja jetzt fertig. Mit dem Feld zumindest, den können wir uns ja jetzt mal schnell schnappen. Und werden das hier einmal abhängen, die Seemaschine. Und werden dann den Anhänger da mitnehmen, den Ballenhänger. Was ich eigentlich auch noch geplant hatte. Oh, wir müssen auch nochmal Big Packs kaufen demnächst. Was ich eigentlich auch nochmal geplant hatte, waren Rüben zu ernten. Weil ich habe das, glaube ich, ja in der letzten Folge habe ich das schon mal gesagt, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall war ich ja. auf jeden Fall wollte ich ganz gerne mal Rüben ernten. Das wollte ich eigentlich ganz gerne mal, weil das hatte ich, glaube ich, auch in der letzten Folge schon mal angesprochen, das Thema. So, was ist, wenn ich jetzt hier L drücke, dann gehen alle weg. Okay, super. Super, so. Dann fahren wir damit mal schnell da zu dem... Huch. Zu dem Feld, was ist denn jetzt hier los? Wo hängt der denn? Hä? Was ist denn hier? Was ist denn los mit dem? Oh, jetzt ist Synchronisation angesagt. Mal schauen, wer jetzt dazu kommt. Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich erfahren, Leute. Bin gespannt. So, aber wie gesagt, Rüben ernten ist noch so ein Ziel, aber dafür brauchen wir halt noch relativ viel... Geld, um uns die ganzen Maschinen leisten zu können, aber wir wollen da auf jeden Fall irgendwann, auf jeden Fall mal an dieses Ziel, dass wir uns Rüben, dass wir halt Rüben ernten können, weil das würde ich halt ganz gerne noch machen. Renke! Moin! So, Renke ist da, sehr schön. So, ich glaube, jetzt geht der Anhänger auch richtig. Hoffe ich zumindest mal. Okay, sehr gut.
Dann werden wir den mal hier reinstellen. Vielleicht gehe ich auch in der nächsten Folge mein TS Ballen laden oder anpflanzen. Uah. Komme auch gleich TS sonst. Jupp. So. So, ich glaube, ich stelle den hier einfach mal in die Mitte. Und hier mal L drücken. Dann hänge ich den mal eben ab, damit ich den anderen mitnehmen kann. Weil, wie gesagt, wir hatten das ja angesprochen, ne? Auch die Sauberkeit auf dem Server ist natürlich eine wichtige Sache, so gesehen. Nein, aber auch die Maschinen immer mal wieder wegzufahren oder halt zurückzubringen, sollte man, wie gesagt, nicht aus dem Auge verlieren, weil wenn das irgendwann mal nicht mehr klappt, dann muss ich halt notgedrungen in die Serverdatei gucken und gucken, wer als letztes drauf war, um dem dann mal persönlich ein bisschen Bescheid zu geben. Aber ich hoffe, dazu sollte das hoffentlich nicht kommen. So. Sondern wir schaffen das so. Mir egal. Kannst auch gerne was anpflanzen. Ich habe sowieso keine Gabel, also davon mal ganz abgesehen. Ich wollte nur den Hänger damit hier rüberfahren. Das war eigentlich alles. Aber Renke macht das schon. Leute, Renke macht das. Oh, und ich kann noch nicht mal ankuppeln. Dann muss ich wohl sehen. Ja. So. Ne, hier, Rundumleuchte an. Ich habe keine Ballengabel. Die hast du nur auf deinem drauf. Also, dann musst du die wohl aufladen. Alles klar, dann lad die mal schnell auf, dann gucke ich zu. Ah, ich muss ihm ja auch ein bisschen Arbeitslicht geben, ne? Mir ist das egal. Wie du willst. Hey, jetzt lässt er die Balle da liegen. Ah, er hat auch die... Ah, alles klar, ich verstehe. Ich verstehe, er hat die Gabel da auch gelassen. Okay, pass auf. Dann muss ich natürlich mal erstmal meine Gabel wegbringen. Oh Leute, was ein Chaos. Hilfe. So. Dann muss ich meine ja erstmal wegbringen. Oh. Geflügt ist eigentlich schon. Feld 12 muss nur angepflanzt werden. Okay. Viel Spaß. So, eieiei. Das finde ich ist immer so ein bisschen das Komische, wenn du die ganze Zeit schreibst, so in dem Spiel, ist es halt oft schwierig. So, jetzt räume ich hier erstmal kurz das Gewicht noch zur Seite. So. Das kann man ja auch hier hinstellen, Leute. Ne? Hier, guck mal. Oh, was ein hervorragender Platz dafür, Leute. So. Und dann fahren wir los und laden noch die restlichen Ballen auf den Anhänger da drauf. Sind ja nicht viele, also das sollte ja relativ fix von der Hand gehen. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich hier das Ding hier noch angehangen bekomme. Hab ja noch meilenweit von entfernt, ey. Da fange ich schon an abzubremsen. So, dann will ich natürlich hier schon mal die vorbereitete Balle haben. Die kann ich auch ehrlich gesagt einfach kreuz und quer hier drauf werfen. Im Prinzip.
Jetzt geht das nämlich wieder los mit der Concentration. Aber warte mal, bevor wir das so machen. Geiles Bild, Leute. Sexy Lady. In the Same. So. Jetzt muss ich aber hier erstmal an die Seite ran. Weil wir wollen ja auch richtig laden, ne? Wir wollen ja auch richtig laden. So. Perfekt. So, wunderbar. Dann nehmen wir uns doch gleich die zweite hier. Und fahren die gleich mal dahinter. Zack, aufgespießt. Aufgespießt. So, Achtung. So, kriege ich die dann gleich da irgendwie schön hinter. So, so eigentlich, oder? Sollte doch funktionieren. Guck mal. Ist zwar nicht direkt so dahinter, aber schon fast. So, dann haben wir die schon mal. Boah, guck mal. Hier kann ich sogar auch einen Gurt ziehen. Was? Kann ich direkt einen Gurt drüber packen. Mega gut. Leute, aber wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und morgen wieder einschaltet bei der nächsten Folge, wo wir dann die restlichen Ballen auch wegbringen werden. Und dann schauen wir mal, was so als nächstes ansteht. Aber denkt dran an unsere kleine Challenge, die ich mir so ausgedacht habe, die Silos mal voll zu packen. Wäre ganz cool, wenn ihr da so ein bisschen mitmacht, für die, die auf dem Server sind. Und wie gesagt, ja, schaltet morgen wieder ein, wenn es weitergeht. Hier auf unserem Hof. Lalala. Fast umgeworfen, aber okay. Gut, bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.